Tiere sind für den Menschen wertvoll. Für das Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere gibt es viele Situationen, in denen der technologische Fortschritt den Einsatz von Tieren nicht ersetzt. So bei den Hundeführerteams, Trainformationen, Hufschmieden und der Veterinärkompanie. Die Hundeführer. Titan ist ein angehender Rettungssuchhund. Was er hier spielerisch lernt, wird im Ernstfall seine Aufgabe sein: das Suchen nach vermissten Personen. In der Schweizer Armee gibt es rund 300 Militärhundeführerteams. Eingesetzt werden sie zum Schutz, zur Rettung und zum Aufspüren von Sprengstoffen und Drogen. Ausgebildet werden die Hundeführerteams auf dem Gelände der Kaserne Sand. Trainiert wird in drei Disziplinen. Es gibt das Schutzhundeführerteam, das Rettungssuchhundeführerteam und das Spürhundeführerteam. Viele seiner Eigenschaften machen den Hund zu einem tollen Partner. Kraft, Schnelligkeit, seine Sinnesorgane, die ihn gut hören und riechen lassen, und seine Zähne, die er im Notfall einsetzen kann. Zusammen sind Mensch und Tier ein belastbares Team. Zur Teamarbeit gehört auch die Fahrzeugkontrolle. Hier übt der Schutzhund mit seinem Hundeführer, eine Person zu sichern. Nach seiner Ausbildung ist es die Aufgabe des Schutzhundes, Orte und Personen zu bewachen und überwachen. Er lernt, Angreifer zu stellen, sie abzuwehren und ihre Flucht zu verhindern. Im Ernstfall ist der Weg zum Einsatzort oft schwer zu erreichen. Rettungshunde kommen bei der Katastrophenhilfe zum Einsatz. Nach Erdbeben oder Hauseinstürzen suchen sie die Vermissten. Abseilmanöver mit dem Hund wollen geübt sein. Die Hunde, die Betäubungsmittel oder Sprengstoffe aufspüren, nennt man Spürhunde. Nur Militärberufshundeführer arbeiten mit ihnen. Schutz- und Rettungshunde werden auch von Milizhundeführern trainiert und geführt. Wichtig ist die Belohnung im Training. Motivation macht den Hund zu einem verlässlichen Begleiter. Für die Hundeführer RS bewerben können sich alle Interessierten. Voraussetzung ist der Wille, mit dem Tier zu arbeiten und die Bereitschaft, einen Vierbeiner bei sich aufzunehmen. Beim Eignungstest werden die Bewerber mit einfachen Aufgaben auf ihr Gespür für Hunde getestet. Zugleich kann man sich hier gut über den Lehrgang informieren und Fragen zur Haltung der Hunde stellen. Nur wenige Rekruten arbeiten in der RS mit ihrem eigenen Hund. Die meisten erwerben einen teilausgebildeten Diensthund, der zum neuen Familienmitglied wird. In den 18 RS-Wochen, die folgen, lernt der Rekrut neben der militärischen Grundausbildung den Umgang mit seinem Hund. Dazu gehören Fütterung, Fellpflege oder die Gesundheitskontrolle. Nach der RS stehen viele Wege für eine berufliche Karriere offen. Bei der Polizei, beim Zoll oder bei Sicherheits- und Bewachungsunternehmen, auch zu weiterführenden Ausbildungen oder zur Arbeit im humanitären Bereich. Mit einem Schutz-, Spür- oder Rettungssuchhund bekommt man nicht nur einen zuverlässigen Partner auf vier Pfoten, man hat in ihm auch einen Freund fürs Leben. Trainsoldaten, Tragtierspezialisten und Patrouillenreiter. Verstanden, Meldung. Wir haben ein ziviles Fahrzeug mit einer Person in Sektor D3 gesichtet. In der Schweizer Armee haben Pferde eine lange Tradition. Als Reittier, als Tragtier und als Zugtier. Beim Train, so heißt die Pferdeeinheit, gibt es zwei Funktionen. Die berittene Patrouille und die Tragtierspezialisten mit ihren Trainpferden. Die Aufgabe der Tragtierspezialisten ist das Transportieren von Materialien. Bis zu 150 Kilo Last trägt ein Tier, und das in schwer zugänglichem Gebiet. Nicht selten führt der Trainsoldat sein Pferd über schmale Waldpfade, steile Passagen oder steinige Gebirgsrouten. Überall dort, wo Fahrzeuge nicht durchkommen, werden Pferde und Maultiere eingesetzt. Wo der Trainsoldat gehen kann, folgt ihm sein Tier. Die Trainrekruten üben sich im Holzrücken.
Denn wenn nach Stürmen oder Lawinen die Transportwege nicht mehr passierbar sind, räumen die Trampferde das herumliegende Holz und die Trümmer weg. Die Patrouillenreiter machen sich zum Aufbruch bereit. Ihr Auftrag ist die Raumüberwachung. Hoch zu Ross kontrollieren und überwachen sie die Gegend und setzen eine Meldung ab, wenn sie etwas Ungewöhnliches beobachten. Fast alle Pferde in der Schweizer Armee sind Freiberger Pferde. Einmal im Jahr ist Einkaufstag. Pferdezüchter aus der ganzen Schweiz fahren ihre Pferde nach Bern, wo eine Ankaufskommission die Tiere begutachtet. Und im besten Fall besiegelt der Handschlag das Geschäft. Von nun an beginnt die Ausbildung der Pferde. Sie bekommen einen Halsbrand, werden zugeritten und im Lastentragen trainiert. Um für alle 400 Armeepferde zu sorgen, ist der Aufwand für die Armee zu groß. Deshalb werden die Tiere nach ihrer Ausbildung und dem Einsatz während einer RS an private Besitzer weiterverkauft. Bei ihnen sind die Tiere dann als Arbeitspferde im Einsatz. Wird das Tier im Militär gebraucht, schickt der neue Besitzer das Pferd in den Armeedienst. Während diesem Dienst steht das Maultier oder das Pferd in der Obhut eines Trainrekruten. Ein Pferd will umsorgt sein. Es braucht Fütterung, Stalldienst und Pflege. In 18 Wochen Rekrutenschule lernt der Trainrekrut den respektvollen Umgang mit dem Tier und all das, was zum Handwerk eines Tragtierspezialisten dazugehört. Nach vollendetem 18. Lebensjahr kann jeder stellungspflichtige Tragtierspezialist werden. Zweimal im Jahr können alle Interessierten an einem Vorkurs teilnehmen und herausfinden, ob ihnen die Arbeit mit Pferden zusagt, um sich dann für die Ausbildung zum Trainsoldaten anzumelden. Hufschmiede. Armeepferde sind viel unterwegs. Dadurch ist die Abnutzung ihres Beschlags hoch. Nicht selten verliert ein Pferd sogar sein Hufeisen. Von weitem ist rhythmischer Hammerschlag zu hören, wenn in der Werkstatt im Sand die Hufschmiede bei der Arbeit sind. Ein gutes, solides Hufeisen ist für die Pferde wichtig. Das Eisen schützt ihre Hufe. Wenn ein Pferd eine Hufkrankheit oder einen Stellungsfehler hat, kann der Hufschmied sogar die Heilung fördern, indem er spezielle Beschläge anbringt. Dieses Pferd hat abgenutzte Hufeisen. Der Hufschmied wird nach reinem Augenmaß neue Beschläge für das Tier anfertigen. Bevor er das tut, begutachtet er das Pferd, beurteilt die Hufeisen und die Gangart. In der Schmiede bereitet er die Pferdehufe und die neuen Eisen vor. Zuerst schneidet er die Hufe aus, dann raspelt er das Horn. Mit ein paar Hammerschlägen passt er die Hufeisen an die Form der Hufe an. Erst dann werden die Eisen aufgenagelt. Bei größeren Einsätzen mit Pferden ist ein Hufschmied mit dabei. Kurzfristig kann er eine mobile Schmiede aufstellen und sich direkt an Ort und Stelle um die Tiere kümmern, Hufeisen anfertigen und die Pferde beschlagen. Die Rekrutenschule für Militärhufschmiede darf nur ein lernender Hufschmied besuchen. Ihm wird die RS durch die Schweizerische Metallunion als praktischer Teil angerechnet und bildet eine Ergänzung zur Lehre. Denn erst die viele Übung macht den erfahrenen Hufschmied. Veterinärarzt, Offizier und Veterinärsoldat. Es sind die Veterinärarztoffiziere, wie die Militärtierärzte heißen, die sich um die Gesundheit und medizinische Betreuung der vierbeinigen Dienstpflichtigen kümmern. Früh am Morgen starten sie die Stallrunde und kontrollieren den Gesundheitszustand der Tiere. Ist eines erkrankt oder verletzt,
wird es durch den Tierarzt behandelt. Bei verletzten Tieren werden die Verbände ausgewechselt. Hier ist die mobile Tierklinik unterwegs. Einmal abgeladen und aufgebaut, ist die mobile Tierklinik ein Feldspital, das vor Ort moderne Infrastruktur zur sofortigen Behandlung bietet. Veterinärarztoffiziere und Veterinärsoldaten führen operative Eingriffe an großen und kleinen Tieren durch. Für junge Tierärzte ist die Veterinärarztoffiziersschule eine gute Gelegenheit. Sie können sich zum Veterinärarztoffizier weiterbilden lassen und dadurch von mehr Praxis und Erfahrung profitieren. In einer Schweinemästerei ist eine Seuche ausgebrochen, zumindest übungshalber. Im Ernstfall wird die Veterinärkompanie zur Bekämpfung von Tierseuchen hinzugezogen. Nur in spezieller Schutzkleidung und Atemschutzmaske darf die rote Zone betreten werden, in der sich der Seuchenherd befindet. Damit sich die Seuche nicht weiter ausbreiten kann, werden die Ställe gereinigt und desinfiziert. Zusammengefasst gesagt, versuchen Tierärzte, Leiden und Krankheiten bei Tieren zu vermeiden, zu lindern und zu heilen. Für das Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere ist es wichtig, dass sich die Tiere wohlfühlen. Denn es setzt auf die wertvolle Zusammenarbeit von Mensch und Tier. Und das seit über 100 Jahren. Auch in Zukunft stellt das Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere im Sand bei Schönbühl die Ausbildung und den Einsatz der Train, der Hundeführer und der Veterinärformationen sicher.